Mobilmachungsübung eines geschlossenen Verbandes in Bataillonsstärke. Reservisten. Eine kleine Gruppe von insgesamt 840.000 Mann. Sie tragen mit 2/3 des Verteidigungsumfanges der Bundeswehr erheblich zur Verteidigungsfähigkeit unseres Landes bei. Sie sind Bindeglied zwischen Bundeswehr und Gesellschaft und leisten mit ihrem Einsatz einen hohen Beitrag zur Verteidigungsbereitschaft unserer Bevölkerung. Stellungsort ist die Dithmarsen-Kaserne in Albersdorf in Schleswig-Holstein. Über 100 Reservisten des Feldartilleriebataillons 61 sind von den Kreiswehrersatzämtern zu einer 11-tägigen Wehrübung einberufen worden. Auf, da? Ja. Sie fahren jetzt hier gerade die Straße runter, und bis zu dem Block ganz hinten. Da biegen Sie direkt ab. Das bedeutet für die meisten Trennung von Familie und Beruf und für einen kurzen Zeitraum den Ausstieg aus dem Zivilleben. Umfangreich sind die notwendigen administrativen und organisatorischen Vorbereitungen, denen sich die Reservisten in den ersten Stunden unterziehen müssen. Sorgfältig werden alle Vorbereitungen für einen reibungslosen Übungsablauf getroffen. Hier im Standort Albersdorf lagert ein Großteil der Ausrüstung. Hier wird für jeden Soldaten die persönliche Ausstattung überprüft, angepasst, ergänzt und ausgetauscht. Komplettierung der feldmarschmäßigen Ausrüstung. Die Reaktion auf die Einberufung ist bei den Reservisten unterschiedlich. Nach 9 Jahren bin ich das erste Mal wieder hier und das passt mir überhaupt nicht. Ich bin seit 14 Tagen verheiratet und da kann man natürlich nicht gerade schön in der Bundeswehr kommen. Aber ich hatte gestern schon mal mit dem Hauptmann geredet und er hat mir mal den Plan gesagt, was das alles kommen sollte, was auf uns zukommt. Und ich werde wahrscheinlich wieder ein Geschütz fahren, was ich vor 9 Jahren auch gefahren habe. Da freue ich mich auch irgendwie ein bisschen drauf, mal wieder so ein Gerät zu fahren. Und naja, Stress wird es auf jeden Fall, hat er mir gesagt. Und man will das Beste draus machen, ne? Herr Hauptmann, ich melde. 6. Batterie steht in Stärke 3, 10, 39 zur Befehlsausgabe. Danke. Guten Tag, 6. Batterie! Ja. Augen gerade aus! Batterie, bereit! Meine Herren, wir sind hier heute zusammengetreten als 6. Batterie. Wir bestehen lediglich aus Reservisten. Wir haben einige wenige aktive Kameraden dabei. Ich, mein Name ist Morgenroth, werde für die nächsten 11 Tage Chef der Batterie sein. Und wir werden gemeinsam versuchen, im Rahmen der Übungsvorhaben, binnen kürzester Zeit unseren aktiven Kameraden gleichzuziehen. Noch am gleichen Tag erfolgt der Transport zum Einsatzort. 3 Transporthubschrauber CH-53 sind für die schnelle Verlegung des Bataillons vom Heeresfliegerkommando abgestellt. Der Einsatz von Großgerät und der scharfe Schuss sind für die Artillerie nur auf Truppenübungsplätzen wie zum Beispiel diesem hier in der Lüneburger Heide möglich. Gleich nach Ankunft, bei Sonnenuntergang, beginnt der Marsch zu den bereitgestellten Geräten im Biwakraum. Für einige Nächte ist die Unterkunft in festen Quartieren vorgesehen. Praktische Ausbildung, Information, die Vermittlung neuester Erkenntnisse der Wehr- und Waffentechnik. Hierfür sind 4 Tage vorgesehen. Für das Bataillon sind die Übungen mit den Reservisten eine besondere Aufgabe, da die Vorbereitung und Bereitstellung allen Geräts für die Gefechtsübungen einen zusätzlichen hohen Zeitaufwand erfordern. Ausziehen, ausziehen, reinlaufen.
Weiter rein. So. Und die Tarnstange aufs Koppelschloss setzen. Nach links. Nach links. Nach links. Langsam, langsam. Gut. Absetzen. Wenn Sie den Falken arbeitsbereit machen können, brauchen Sie Ergebnisse von den Vermessern und vom Zugführer. Sie brauchen die Frau Null. Der Oberfeldwebel muss einrichten, so ist es befohlen, oder sein Vertreter, der Staatsoffizier. Jetzt nochmal zum Ablauf des Einrichtens. Zum Einrichten benötigen wir das Ergebnis der Vermessung der P-Karte. Dann die komplette Meldung heißt dann, Rohr leer, Liederungsring in Ordnung, Zündkanal frei. Ölanzeigestift oder Ölanzeigestift in Ordnung. Sind wir soweit? Nein. Ja, gut. Aufgabenschwerpunkt in dieser Ausbildungsphase ist die Beherrschung des Waffensystems. Wichtig für die Mannschaften Verständnis und Überblick in jeder Situation. Gut, mach ich was damit. Der persönliche Kontakt der Mannschaften untereinander bei der Erfüllung des Auftrages ist eine wertvolle Ergänzung aller Bemühungen um einen hohen Ausbildungsgrad jedes einzelnen Soldaten. Technischer Dienst. Wartung und Instandsetzung des Geräts sind ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungsprogramms. Spezialkenntnisse sind gefragt. Zeit für ein persönliches Gespräch, für Erfahrungsaustausch zwischen Reservisten und der militärischen Führung. Nach 4 Tagen die Bataillonsgefechtsübung im Rahmen des Regiments gemeinsam mit aufklärender Artillerie. Die Übung entspricht im Ablauf einem Einsatz unter gefechtsmäßigen Bedingungen. Hier wird sich zeigen, ob der Verband und insbesondere die Batterie ihren Auftrag erfüllen kann. Ziel aller Übungen ist, ein Ausbildungsstand der Bundeswehr auf höchstem Niveau, hohe Einsatzbereitschaft der Truppenverbände. Und mit Brigade 51 links und Brigade 16 rechts, rot wieder auf die Landesgrenze zurückzuschieben. Ganze Batterie, eine Gruppe AZHE laden, eine Gruppe DZ bereitlegen. Voll 41 weg. Fünf, vier, drei, zwei, eins, feuern! Um die volle Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte zu gewährleisten, ist man in den nächsten Jahren vermehrt auf Reservisten angewiesen. Ein Grund hierfür, die geburtenschwachen Jahrgänge der 70er Jahre. Geplant ist ein Wachstum auf den Verteidigungsumfang der Bundeswehr von insgesamt 1,34 Millionen Soldaten. Hier zählt die Verpflichtung gegenüber den Bündnispartnern in der NATO, im Spannungs- und Verteidigungsfall einen angemessenen Beitrag zur Verteidigung Westeuropas zu leisten. Nach 11 Tagen und 10 Nächten eine positive Bilanz. Einiges konnte geändert werden, vieles ist verbessert worden. Mensch und Material haben die geforderten Bedingungen erfüllt. Die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik Deutschland ist abhängig von dem Einsatz der Reservisten. Von daher sind meine Kameraden und ich bereit, unsere Wehrübungen abzuleisten, um binnen kürzester Zeit unseren aktiven Kameraden gleichzuziehen. Gerade mit dieser Übung ist wieder bewiesen worden, dass Reservisten aus vielen
zivilen Berufen kommend, binnen kürzester Zeit in der Lage waren, ihren Auftrag zu erfüllen. Die Gefechtsübung hat sichtbar Spuren hinterlassen. Erleichterung bei allen Mannschaften. Ja, wir sind jetzt 11 Tage im Monsterlager gewesen, haben mit dem Wetter sehr viel Glück gehabt, haben öfter Tag- und Nachtübungen gemacht. Die Kameradschaft und die Zusammenarbeit unter den Reservisten war sehr gut. Man hat viel Neues dazu gelernt und die älteren Sachen, die man schon von früher kennt. Und im Groben und Ganzen war es eine abgerundete Sache. Es hat sich gezeigt, die Übungen verstärken in der Truppe, bei den Reservisten und bei den Verbänden die Erfahrung und die Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit.